Leute, also zuerst einmal möchte ich euch sagen, dass mir eure Meinungen genauso wichtig sind wie das Frühstücksfernsehen auf Sat.1. Und zwar gar nicht. Ja, okay, dann fangen wir doch mal an. Heute geht es um Julians Blog. Ja, Julian, dieser kleine Spinner. Warum sage ich das? Und ey, ich bin doch selber ein Spinner. Ich zeige mein Gesicht noch nicht mal. Ich bin voll der Hurensohn. Ja, ich weiß. Aber kommen wir jetzt mal zu Julian, Freunde. Freunde? Ich habe keine Freunde. Ich bin auf YouTube. Okay, fangen wir mal an. Also, Julian hat gesagt, er fühlt sich dem Joker nahe. Kennt ihr den Joker von Batman? Dieser Typ, der Schauspieler ist sogar gestorben. Keine Ahnung, wie der heißt, aber er ist tot. Okay, passt auf. Der Joker verbrennt Geld. Und Julian macht einen Aufruf zu einem Spenden. Aufruf. Ja, er will Geld haben. Der Joker nicht. Wo ist da der Fehler, Leute? Findet ihn. Der Joker. Fällt euch da nicht ein, dass früher Julian in seinen Hate-Videos, in seinen Hate-Blog, so hat er das genannt, ja, so ein Battle gegen zum Beispiel RTL hat er gemacht, also Germany's Next Top, weil er hat gesagt, das sind verhungerte, vermagerte Schlampen und die sehen alle scheiße aus und das hat null Unterhaltungspotenzial. Aber hey Leute, jetzt ist er selber wie RTL. Er hat doch auch eine Castingshow, oder? Ich meine, hey, findet den Fehler, ihr Missgeburten. Geile Scheiße. Okay. Wir sind ja schon mal dabei. Er ist ja sowas wie Gott. Er stellt sich ja über diese kleinen Talente dort und meint, ich bin, naja, der zu entscheiden hat. So ist es natürlich auch meistens. Meistens hängen die ganzen kleinen Arschkriecher hinterher. Also, der Meinung von Julian. Er ist der Promoter, ja. Er tut ja nur das Beste für die Leute. Hall of Shame. Das nennt er das Beste? Die sind doch gefickt bis ans Ende ihrer Tage. Aber scheißegal. Der nette Julian rechtfertigt sich nicht für seine Sachen. Er rechtfertigt sich aber für seine Witze. Denn Leute, er erklärt seine Witze. Wie lustig ist das? Ich kann doch nicht meinen eigenen Witz erklären. Aber der Julian tut das. Er rechtfertigt sich dafür, weil er nur noch Spasten hat, die ihn zuschauen, weil die ganzen schlauen Leute schon längst umgeschaltet haben. Er hat sogar Videos mit den Außenseitern gedreht, um Fame zu bekommen. Ich meine, das entspricht doch gar nicht seinen alten, naja, Zielen, oder? Also hat er sich selbst verraten? Er hat seine Fans verraten? Der hat eigentlich jeden verraten. Herzlichen Glückwunsch, Julian. Du bist jetzt Fame. Du bist jetzt so wie RTL. Auf Facebook. Woohoo, da gebe ich dir einen Daumen hoch, aber ich abonniere dich nicht, du Bastard. Oh mein Gott, Alter. Okay. Ihr könnt Julian ja mal selber fragen. Ihr könnt ihn auch von mir erzählen. Ach ja. Vielleicht findet ihr heraus, wo er seine Eier gelassen hat, die er sich abgeschnitten hat, damit er, naja, an Effekte kommt. Denn heutzutage ist es doch so. Also 2010 war das noch so, du brauchst eine Idee. Du brauchst eine Idee für ein Video. Du brauchst einigermaßen gute Qualität. Ja, aber die Idee ist natürlich wichtiger. Dann filmst du. Oh, dann hast du das. Dann klatschen die Leute. Heutzutage ist es so, der Sinn ist scheißegal, ob du hast ein paar Effekte da reingeballert. Ich meine, Leute, das, was Julian gemacht hat, viele fanden es professionell. Was war daran professionell? Das einzige Professionelle daran war seine Stimme, weil er sein Mikrofon, ne, so viel Bass da reinballert, damit seine Stimme sich super geil anhört. In Wirklichkeit ist es eine ganz normale, eine stinknormale Scheißstimme, genauso wie meine. Okay, wie meine nicht, aber er redet auch noch schnell, falls ich das aufhört, dass ich gerade schnell rede, ihr verdammten Idioten. Und das ist gar nicht cool, das ist einfach nur eine Masche. Und wenn ihr auf die Masche reinfallt, dann macht das, okay? Dann seid ihr nämlich genauso wie früher. Ihr wisst schon. Alles klar? Haut da rein. Alles klar, ich war Slick und vielleicht seid ihr auch bei einer anderen Show dabei, die ihr euch anguckt, ihr blöden Idioten. Tschüss, gell?